Im Node-RED-Editor der Rulebox stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, bestimmte Ereignisse in einem zeitlichen Zusammenhang auszulösen. Hierfür benötigen Sie nur den passenden Knoten. Öffnen Sie Palette verwalten über das Menü auf der rechten Seite des Editors. Klicken Sie auf Installieren und suchen Sie nach Timer Switch und installieren Sie den Knoten. Ziehen Sie anschließend den Knoten aus der Node-Liste auf Ihren Flow. Öffnen Sie die Eigenschaften des Knotens mit einem Doppelklick. Hier können Sie nun diverse On- und Off-Zeiten für eine sekundengenaue Steuerung über den ganzen Tag einstellen. Verbinden Sie diesen Knoten nun beispielsweise mit einem Digital Out Node, können Sie so die Rulebox digital mit zwei Ein- und zwei Ausgängen als frei konfigurierbare Zeitschaltuhr benutzen. Wenn Sie höhere Ansprüche an eine Zeitschaltung haben, so können Sie zum Beispiel mit dem Knoten Light Scheduler die Zeiten in einem Kalenderblatt für verschiedene Wochentage getrennt konfigurieren. Mit dem Knoten Simple Weekly Scheduler haben Sie die Möglichkeit, vorgefertigte Zeitpläne im JSON-Format von einem Server automatisch herunterzuladen und einzustellen. Dies sind nur einige wenige Beispiele, was mit der Rulebox alles möglich ist. Probieren Sie es selbst aus. Gerne stellen wir Ihnen die Rulebox 30 Tage kostenlos als Muster zur Verfügung. Weitere Informationen zur Rulebox finden Sie auf wut.de/rulebox.